ist der nächste Checkpoint. Checkpoint, 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 Checkpoint. So. Ich kann mich jetzt auf den Berg rauf, auf den Baum rauf, meine Freude! Da wartet mich irgendwas Cooles oben drauf? Nein. Wieso denn auch? War ja nur schwierig hier rauf zu klettern. Hm. So, da gehe ich mal am besten hin. Ach. Ach. Ja. Wieso ist eigentlich kein Checkpoint? Oder ich hab den jetzt natürlich übersehen, das wäre natürlich. Ein Mega-Fail. So, geht nichts im Weg. Ja, geschafft. Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint. Erstmal sofort aktivieren. Und ich werde gerade bei Steam angeschrieben. So, kurz zurückschreiben. Ja, ja, das gute alte AFK-Let's Play. So. Okay, es ist nichts. Reicht. Oben und unten. Ich hätte vielleicht Steam vorher ausschalten sollen. Bevor ich aufnehme. Naja, halb so wild. So. Bam. In your face. Ist hier wieder kein Checkpoint? Oh Mann, ich dachte jetzt bei jedem Baum wäre so ein Checkpoint. Oder? Doch, Checkpoint. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo genau der sich geöffnet hat, aber er hat sich geöffnet. Hoffe ich. Boah, wie lange ich auch schon nicht mehr runtergefallen bin, ne? Ho, 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 ho. Oh, yeah. Hab ich's geschafft, hab ich's geschafft. Juhu! Hab's geschafft. Meine Stimme verzerrt gerade ein bisschen, komischerweise. Ah, this canyon looks familiar. I just have to follow the path to get to the village. Ach so, hier raus sollte ich nicht rausklettern, wegen, wir erinnern uns, die Regeln am Anfang. Da erinnern wir uns dran. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg führt runter in ein Dings. Cool. Nice, nice, nice. So geht ein Weg den Berg runter. Oh, so hätte ich jetzt auch meine Singleplayer-Welt bauen können. Weil das voll cool ist und so. Ja, und ich klaue gar keine Ideen. Also ich meine nicht meine Let's Play-Welt, sondern wirklich meine Singleplayer-Welt. Die ich auch schon mal im Let's Show hatte. Mhm. Man möge sich dran erinnern. Ist schon ein, zwei Monate her, aber... Naja. Ohne gechillte Reggae-Musik. Home sweet home. But wait. Where are all the people? I have to search the village. In the village? Nee, I have to search the village. Aber ich habe die Village doch schon gefunden, also das Dorf schon gefunden. So, anstatt die Leute zu suchen, suche ich jetzt erstmal eine Kiste und so weiter nach. Nein, ich bin gar kein geldgeiler YouTuber. Lol. Standbild, 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 Standbild. Ah. Passiert mir in meinem Kopf irgendwie mit der Zeit öfters, dass ich ein Standbild habe. Ist auch nichts. Ach komm. Hätte man wenigstens irgendwo was verstecken können. Oh, ein Pool. Oder wahrscheinlich ein Brunnen oder sowas. Ja. Komm, irgendwo muss doch hier was sein. Irgendwo im Nirgendwo. Hier vielleicht noch. Ah ne, hier war ich schon. Und da vielleicht, hier. Nope. Nope, ach komm. Ah, Ofen, Ofen. Nee. Dann vielleicht in dem großen fetten Gebäude hier. Im Haupthaus. What the? They are all gone. Maybe they are on the hill. Praying in the great temple. I should check it. Aber erstmal gucke ich noch, ob ich die beklauen kann. Nö. Anscheinend wohl nicht. Oh, hier kann ich schlafen. Oh, Nacht machen, Nacht machen. Und schlafen. Oh ne, jetzt muss ich Heldentaten begehen. Oder auch Diebestaten. Oder sowohl als auch. My grandfather also told me about a colossal building hiding, hidden somewhere in the desert. A great warrior once found it, but he never returned and left his legacy behind.
Aber wenn er niemals zurückkam, woher entstand dann die Legende, dass er das überhaupt gefunden hat? Ich denke, das wird relativ einfach, das zu finden. Wow! The Stellar Desert is really huge. But let's look at the colossal building. Vielleicht werden wir da auch sterben. Das wäre lustig. Ja, sterben. Ja. Okay. Oh, das sieht ein bisschen aus wie im Wilden Westen hier mit diesen Vordächern. Ach, jetzt kann ich einfach nicht mal vorne rein, oder wie? Komm ich hier rein? Nee. Ach, Menno. Hier komme ich aber rein, in den Saloon. Die Tür ist da noch falsch, ist beim Umkonvertieren wahrscheinlich was fehlgelaufen. Und da kann ich auch nicht rauf, oder wie? Na, ich habe eine Idee, wie das ging. Alter. Scheiß Lex, Junge. So geht das bestimmt. Ne, ich kann die Tür hier nicht öffnen. Hier ist auch, glaube ich, nichts versteckt hier. Aber von hier aus kann ich zurück auf das Gebäude. Das Jumpman wird cool eingebaut hier ins Szenario. Wollte ich nur mal kurz sagen. Von hier aus kann ich dann auf den Brunnen. Oder auch nicht. Im Brunnen ist was. Ah, ich muss vielleicht doch in den Brunnen. Ist hier noch irgendwo was? Mann, wieso leckt das denn gerade so? Oh, hier geht's runter. Oder auch nicht. Ist aber schön gebaut, muss man sagen. Ich kann mir mal gerade noch das Gebäude da hinten angucken und dann auch das da hinten. Aber ich weiß schon, ich muss in den Brunnen und das werde ich dann... Dieses Ziel werde ich gleich ansteuern, aber... Erst unter der Prämisse, dass ich hier geguckt habe. Kann ich hier rauf irgendwas machen? Nee, ich denke nicht. Hier ist hier noch irgendwas. Oh. Oh. Oho. Oh. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Ja, tolle Wurst. Naja, dann erstmal wieder hoch. Weil es mit dem Gebäude auf sich hat, das müssen wir dann mal nachher nachgucken. Oh, Bäume mitten im Dschungel. Mitten in der Wüste. Sehr realistisch. Wobei, da kann ja ein neues Biom sein und so weiter. Immer erst meckern und dann nachdenken. Das ist die Devise. Da auf. Ach nee, da krieg ich ja Tipps. Aber ich will ja gar keine Tipps. Wohnt hier vielleicht der geheime Krieger? Nein. Oh lol. Ach so. Ich will auf den Baum rauf. Ich wette, da erwartet mich noch irgendwas. Ich wollte einfach mal auf den Baum rauf. Nicht schade. Wäre cool, wenn man noch hier auf den Baum rauf könnte und dann hier so auf den anderen Baum rauf und dann würde man da irgendwas finden. Wobei, ich habe auch noch gar kein Secret hier gefunden. Außer einem Disc. Egal, jetzt klettern wir erstmal wieder rauf auf den Brunnen. Wir haben uns die Brunnen versauert. Die Ernte vernichtet. Und keine Ahnung was noch. Zitat aus SpongeBob. Mehr oder weniger. Vielleicht springe ich mal von hier aus. Ja. Das war wenigstens knapp. Werde ich es schaffen? Geschafft. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin der nicht besteste. Du bist mein allerbestes, bester Freund. So. Hoch. Hua. Mann. Keine Geräusche zu machen hilft auch nicht. Was kommt denn noch? Mit Wupp funktioniert das immer. Hi. Ha. Hu. Ha. Na, Mann. Oh, ne. Jetzt muss ich alles wieder von vorne machen. Oh. Oh. Cooler Trick. Muss ich mehr merken. So. Kann ich denn von hier einfach... Bam! Okay. Ich habe jetzt irgendwas bewegt. Ich weiß, es war sehr bewegend, dieses Let's Play. Trotz Lex.
Ach so, jetzt habe ich das hier geöffnet wahrscheinlich. Alter, auf zu lenken. Ja, oder ist das jetzt hier nur Secret oder wie? Ich dachte, da geht's weiter. Hm. Vielleicht habe ich auch irgendwas anderes damit geöffnet. Vielleicht ja eine Tür da hinten in diesem Keller. Hoffen wir es doch mal. Ja, ich will runter. Nö. Hm. Mysteriös. Gucken wir noch mal in dem Haus da hinten. Vielleicht geht's ja da irgendwo weiter. Wer weiß das denn schon, wo es weitergeht? Hm. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Vielleicht schaue ich mich mal in dem Garten von einem Penner hier an. Nein. Vielleicht kletter ich mal aufs Haus drauf, da. Hm. Von oben ins Fenster reingehen hilft mir auch nicht. Komisch. Ich frage mich, was es gebracht hat, da unten die Disk zu holen. Und noch viel mehr, was es gebracht hat, den Schalter zu aktivieren. Gut, hören wir jetzt mal auf mit der pseudo-coolen Stimme, weil sonst meine Stimme noch irgendwann in den Arsch geht, wenn man die ganze Zeit so spricht. Pop, pop, pop. Denn mein Stimmspektrum ist ja ein wenig heller. Und, also mit heller meine ich natürlich... Hä? Vielleicht muss ich dieses versteckte, kolossale Gebäude finden. Hm. Vielleicht ist die ganze Wüste ein kolossales Gebäude. Jetzt kommt alles raus. Nee, aber irgendwie... Ich weiß, die Musik ist sehr passend, aber irgendwie... Finde ich hier nicht weiter. Laufe ich vielleicht mal hier ein bisschen so am Rand lang? An den unentdeckten Gebieten. Hm. Vielleicht hier rauf. Man weiß ja nie. Hm. Nee, das sieht aber nicht wirklich danach aus, ob da noch irgendwas ist. Hm. Wo finde ich denn hier was? Ich finde hier nichts. Nichts. Nirgendwo. Ist doch alles scheiße. Hm. Ich guck noch mal im Haus nach. Vielleicht muss ich da irgendwie aufs Dach oder... Ach nee, ich kann ja hier den ja auch machen. Okay. Activate the two levers inside the other two villages and find the secret passage in this location to continue. Okay. Zwei Schalter in dem Dorf. Also habe ich einen übersehen. Okay. Hm. Muss ich mal gucken, wo ich das zweite finde. Und dann soll ich da auch irgendwo weiterkommen. Also einen habe ich ja bisher gefunden, falls der da unten im Brunnen zählt. Keine Ahnung. Aber einen werde ich, denke ich, wohl noch finden. Schalter, wo bist du? Na los, zeig dich. Ja, komm. Komm, Schalter, komm. Hm? Ich hätte das irgendwo so total fies versteckt. Und niemand sieht. Hm. Gucken wir vielleicht nochmal im anderen Gebäude nach. Ich habe den Sprung sogar geschafft. Jeha. Hier irgendwo. Ne, innen drin nicht. Außen vielleicht noch. Hm. Glaube ich eher weniger, aber. Ne, das auch nicht. Gucken wir mal noch auf dem Dach nach. Wobei das sehr unrealistisch ist, weil man das dann nach unten hin verkabeln müsste. Aber es besteht eine Rest-Possibility. Hm, hier nicht. Da auch nicht. Wo denn sonst? Gilt das denn noch zum Dorf? Bin mir da nicht sicher. Oh. Ist da im Wasser vielleicht noch was? Da im Wasser von einem Brunnen? Könnte durchaus sein. Ah, ne. Quatsch. Von hier aus springe ich jetzt immer, weil ich cool bin. Wir
von hier aus springe ich, weil ich cool bin. Oh. Moment. Hup, hup. Ha, es klappt doch immer noch. Moment, dann gehe ich jetzt nochmal da in den Brunnen. Oh nein, das kleine Kind ist in den Brunnen gefallen. Hm. Hier sehe ich auch keinen Schalter. Das heißt, einen habe ich schon mal gefunden. Hm. Ich verstehe nicht, wo der zweite sein soll. Hier bei dieser komischen Ruine, wo es hier reingeht, ist er ja auch nicht. Gehe ich jetzt mal zum Haus. Nachts drüber schlafen. Vielleicht wird dann mein Gehirn wieder ein bisschen lockerer und ein bisschen freier. Wer weiß das denn schon? Oh, hier gibt es ja nicht mal ein Bett. Toll. Hm. Okay. Okay. Und wie macht der Raum hier wenig Sinn für mich? Oh, das, irgendwo muss ich noch einen Schalter finden, dann kann ich den Schalter aktivieren. Schade. Ah ne, das geht auch rein technisch gar nicht. Kann ich hier vielleicht irgendwie cool klettern? Boah, ich kann klettern. Mega Skiller. Ist da vielleicht in der Ecke noch irgendwas versteckt? Nein. Hm. Na gut, ich glaube, ich lebe mich dann jetzt auch mal in die Haie und dann mache ich eine kurze Aufnahmepause und gucke mal. Ja, also ich gucke jetzt dann hier nicht so rum in der Landschaft oder so. Meine Güte, das würde ich nie machen. Ich will ja alles, dass ihr auch alles miterlebt, wie ich hier rumfaile. Und deswegen mache ich einen kurzen Aufnahmecut. Vielleicht auch beim nächsten Mal ein bisschen klarere Gedanken und ein bisschen besseren Spürsinn. Was weiß ich. So, und damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Und man sieht es auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft Adventure Map. Haut rein.